Didier Kisch war im Ziel zwar zu einem Flirt mit der Kamera aufgelegt, aber sein Kopfschütteln ließ nichts Gutes erahnen. Mit Nummer 1 gestartet, reihten sich Fehler an Fehler. Kisch wurde schließlich 17. Marc Berthaud, nach seiner Verletzungspause noch mit großem Trainingsrückstand, verpasste als 32. sogar noch die Qualifikation für den zweiten Lauf. Der Franzose Thomas Fanara führte überraschend nach dem ersten Lauf vor den beiden Italienern Manfred Mölk und Massimiliano Blardone. Daniel Albrecht auf dem aussichtsreichen 4. Platz. Zweitbester Schweizer Didier Defago auf Rang 10. Defago vermochte sich im zweiten Durchgang nicht zu steigern, fiel aber auch nicht zurück, behielt seine Position als 10. Defagos beste Riesenslalomleistung in diesem Winter. Daniel Albrecht überzeugte auch im zweiten Lauf. Der Walliser hatte vor dem Rennen noch befürchtet, er hätte Mühe mit der Umstellung auf die harte Piste, im Vergleich zu jener in Nordamerika. Doch davon war nichts zu spüren. Albrecht, ruhig und souverän, verpasste zwar das Podest, bestätigte aber mit Platz 5 seine Topform. Ich fahre einfach in diesem Jahr viel sicherer allgemein. Und wenn du sicherer fährst, ist es einfacher, dich immer wieder anzupassen, weil du einfach relativ gut auf dem Ski stehst, egal was passiert. Und dann macht es einfach alles viel einfacher. Riesenslalom-Spezialist Massimiliano Blardone war schneller als alle anderen. Der Italiener feierte mit 2 fehlerfreien Fahrten seinen 4. Weltcup-Sieg. Ja. Für die Italiener kam es noch besser. Blardones Mannschaftskollege Manfred Mölk schnappte sich den 2. Platz. Italienischer Doppelsieg in Österreich. Für die Einheimischen hingegen gab es eine Bruchlandung. Keine Podestplätze für Österreich, lediglich 2 Fahrer unter den ersten 10. So richtig Freude wollte im Kärntnerland nicht wirklich aufkommen. Im Gesamtweltcup liegt immer noch Daniel Albrecht an erster Stelle. Der Schweizer bleibt Favorit auf die große, begehrte Kugel.